Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder dass Sie wieder da sind. Lassen Sie uns heute über das Thema Kommunikationsschwäche oder vielleicht Kommunikationsklarheit sprechen. Und dazu habe ich Ihnen wieder eine Situation aus meiner Praxis, aus meiner täglichen Praxis mitgebracht. Und zwar habe ich einen Kunden begleitet, der ist Account Manager und der wollte schneller vertrieblich erfolgreich sein. Und selbst wenn Sie sagen, ich mache doch gar keinen Vertrieb, dann wird dieses Video für Sie hilfreich sein. Denn Kommunikation ist Vertrieb. Und selbst wenn Sie Ihre Kinder abends ins Bett bringen und wollen, dass die früher schlafen gehen, dann ist das eine Form von Vertrieb. Spannend ist, und das ist ganz wichtig, dass ich oft Kunden habe, die schon mit einer Diagnose kommen, woran es denn liegt. Und das ist auch der Unterschied von einem professionellen Coach wie ich. Ich mache ja nichts anderes letztendlich, als den ganzen Tag Kunden zu begleiten, zu erkennen, damit man nicht versehentlich an der falschen Baustelle in Anführungsstrichen arbeitet und auch was tut, was dann wirklich den Erfolg bringt. Und wenn Sie das interessiert, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Sie erinnern sich, Kommunikation ist immer auf Vertrieb und Sie wissen ja bereits, man kann gar nicht kommunizieren. Und ich habe Ihnen hier mal so ein Schaubild mitgebracht, das ist eine Metapher, die ich oft bei Vertrieblern nutze, denn meine Kunden in Sales Coachings und Sales Beratungen, denen geht es ja in diesem Vertriebsprozess, und das ist gerade bei hochkomplexen Produkten und Dienstleistungen ja selten einmal, dass man die Begegnung mit dem Kunden hat, sondern das ist ein ganzer Prozess mit mehreren Phasen, auch manchmal mehreren Schleifen. Und meinen Kunden geht es immer darum, am Ende hier, als Metapher ist Golf, da finde ich eine schöne Metapher, die man nutzen kann. Es geht darum, vom Erstkontakt, vom Abschlag dann einzulochen, das heißt den Deal zu machen. Und meine Aufgabe ist es, Kunden dabei zu unterstützen, dass sie insgesamt weniger Schläge brauchen und letztendlich früher einlochen. Und hier bei dem Kunden, Account Manager, war das dieselbe Situation. Und da schauen wir uns mal an, was denn dieser Kunde vermutet hatte, an was es liegt, dass er hier nicht so vorankommt und was er dachte, was eine vermutete Schwäche von ihm ist. Und dieser Kunde von mir hatte so drei Schwächen für sich identifiziert, an denen er arbeiten wollte, von denen er ausging, dass sie der Grund sind, warum er hier mehr Schläge als vielleicht nötig braucht. Den ersten Punkt wenig hochgestochen. Und da ist mein Mentor, den ich sehr, sehr schätze, das beste Beispiel dafür. Das ist eine internationale, erfolgreiche, anerkannte Koryphäe. Und er wäre für jeden Telefonjoker, wenn es um dieses Fachgebiet psychologisches Wissen geht und auch viel darüber hinaus, der ideale Kandidat. Ist er jemand, der komplex hochgestochen spricht? Überhaupt nicht. Und gerade das ist eher aus meinem Verständnis das, was Teil auch seines Erfolgs ist. Denn Dinge klar auf den Punkt darzustellen, ist meistens sogar viel anspruchsvoller, als Dinge hochkomplex erscheinen zu lassen. Dann frei Schnauze, und das ist, fällt ein bisschen auch in den Bereich, dass er sagte, vielleicht bin ich nicht elitär genug für diese Zielgruppe, und auch da habe ich eine ganz andere Beobachtung. Bei Schwergewichten erstarrt manchmal im Raum so der Atem. Die sind es dann manchmal gewohnt und manchmal geht es denen total auf den Nerv, dass die dann noch Luft zugefächert kriegen. Manche lieben es, ja, der größere Teil ist meine Beobachtung. Die sind eher froh, wenn man auch mit Schwergewichten ganz normal spricht. Dann sagte er, ja, ich benutze auch wenig Fachbegriffe, und da vielleicht auch mein Beispiel dazu. Kunden können oft die fachliche Expertise sowieso nicht so gut beurteilen, wie man meint, sondern Kunden wollen verstanden werden. Ich habe zum Beispiel einen IT-Support. Ich kann nicht entscheiden, ob das die Besten sind. Wahrscheinlich nicht. Nur, warum arbeite ich jahrelang mit denen zusammen? Weil die in der Lage sind, komplexe Sachverhalte mir so über den Tresen zu schieben, dass ich nicht aussteige und Lust habe, denen zu folgen. Und wenn ich diese ganzen Fachbegriffe könnte, wäre ich selber IT-Nerd geworden. Ich brauche eher jemanden, damit ich die Lust nicht verliere, der mir es in einfachen Worten ganz präzise auf den Punkt erklären kann.
Und vielleicht noch einen weiteren Gedankengang, wenn Sie viel mit Schwergewichten, mit Entscheidern arbeiten. Das sind ja nachweislich intelligente Menschen. Das heißt oft nicht, dass die Komplexität nicht wuppen könnten. Die werden nur zugeschüttet mit Informationen. Umso wichtiger ist es, klar, präzise, auf den Punkt, sonst steigen die ihnen aus. Und nicht, weil sie ihnen nicht zuhören wollen, sondern auch deren Gehirn hat ein Grundbedürfnis und das heißt Energie sparen. Die haben eine verdichtete Informationsflut und haben gelernt, aus Informationen immer das für sich rauszufiltern, was relevant ist. Und wenn sie es denen dann leichter machen, werden sie es viel leichter haben, frühzeitig auch Entscheidungen bekommen und frühzeitig auch einzulochen. Und jetzt habe ich aber noch einen Bonus für Sie, was Sie tun können, wenn Sie sagen, okay, das ist gar nicht das, was hier den Erfolg bringt. Was sind aber Dinge, die ich berücksichtigen könnte? Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und wenn auch Sie schneller überzeugen wollen, dann sind drei Punkte ganz zentral. Und da Sie jetzt erfahren haben, dass es um Klarheit geht, um schneller vertrieblich erfolgreich zu sein und mit weniger Aufwand mehr zu erreichen, dann gibt es drei Punkte, die ganz entscheidend sind. Punkt 1 ist Zielgruppenkompetenz. Und hier erlebe ich in der Praxis, dass meine Kunden, ich arbeite viel für Unternehmensberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer, Strategieberatungen, aber auch mit Kunden, die Produkte vertreiben. Und da ist fast, zieht sich das wie ein Ruderfaden, dass die glauben, sie haben die Zielgruppenkompetenz. Und damit ist gemeint zu wissen, wo drückt den Kunden der Schuh. Das wird meistens total überschätzt, dass man selber auch für eine Kompetenz hat, um zu wissen, wo drückt der Schuh. Und das ist so entscheidend, das aber zu wissen, weil wenn Sie das nicht wissen, können Sie für den Kunden keine Relevanz erzeugen und dann wird er Ihnen nicht zuhören und Sie sind für den Kunden nicht interessant genug. Das heißt, Zielgruppenkompetenz brauchen Sie, um eine Relevanz zu erzeugen von den Dienstleistungen, aber auch in dem, was Sie erzählen. Und dann ist hier die Frage, wie Sie es erzählen, dass derjenige mit Ihnen in Resonanz geht. Und auch hier gibt es ein Geheimnis. Je besser Sie dem Kunden sein Problem schildern können, seine Situation, umso eher hat er bei Ihnen das Vertrauen, dass Sie auch sein Problem lösen können. Wenn Sie darüber hinaus mehr Interesse haben, wie Sie Ihre Karriere weiter vorantreiben können, weil Sie ja sowieso schon den Kanal abonniert haben, dann schauen Sie sich die jetzt eingeblendeten Videos an oder schauen Sie sich noch besser sogar unser Erfolgsvideo an und dann sehen wir uns in einem dieser Videos. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie erfolgreich, gehen Sie in Führung. Ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Janssen.